geehrte Damen und Herren, der Naturheilverein Oberland begrüßt Sie. Wir sind eigentlich jetzt schon am Beginn der Naturheiltage, die ja eigentlich erst am Wochenende stattfinden. Aber wir haben ja heute unsere Sonderveranstaltung mit dem Herrn Cousteau, der extra von weit her angereist ist, um hier zu sprechen. Und ich wünsche Ihnen, wie gesagt, ganz viel Freude beim Vortrag. Alles Gute, schönen Abend, viel Freude. Synthesizer besorgen oder eine Flöte oder irgendein anderes Instrument, dann ist das heutzutage auf 440 Hertz gestimmt. Das ist eine Normstimmung. Ich habe 1939 in London bei einer Stimmtonkonferenz festgelegt. Früher waren es mal 435 Hertz, zeitweise auch 428 Hertz und Mozarts Stimmgabel hatte 421 Hertz. Und die Frage war offen, wie stimmt man eine Musik ein, die kosmisch im Einklang mit der Natur ist? Und da wir nichts gefunden haben in der Musikbibliothek, da bleibt dann nichts anderes übrig, als selbst zu forschen oder einfach zu warten, bis man irgendwann mal eine schöne Eingebung hat. Und das war eines Tages, nachdem ich im Englischen Garten in München spazieren ging und schöne, frische Psilocybe gegessen hatte. Dann habe ich die Vision genossen und habe das ganze Sonnensystem, so in etwa wie auf diesem Bild, nur noch viel farbiger vor mir gesehen und auch gehört. Das war wie ein Mandala, das war wie ein Film. Und da wir uns intensiv mit der Materie beschäftigt hatten, war mir ziemlich schnell klar, da gibt es eine Gesetzmäßigkeit dahinter. Und ich habe einen Taschenrechner genommen und ich habe angefangen zu rechnen. Denn wer das Geheimnis der Töne kennt, der kennt das Mysterium des Weltalls. Ein Spruch von Nasrat Iyad Khan. Und das Weltall in unserer näheren Umgebung, das ist die Sonne und die Planeten. Jeder Astrologe weiß das. Es werden vor allem die Planetenstellungen ausgewertet, weil die Planeten und die Sonne und ihre Stellung zueinander, das ist so etwa wie das Wetter weiter draußen. Meteorologen, die gucken so 10 bis 15 Kilometer in die Luft, ob da jetzt eine Wolke von Island kommt oder nicht, ob ein Gewitter kommt oder nicht, ob eine Kaltwetterfront kommt oder nicht. Aber wenn das Bewusstsein etwas weiter geht als die Wolken, dann landet man als nächstes in unserem Sonnensystem. Und die inneren Planeten, Merkur, Venus, die kreisen schneller als die Erde um die Sonne. Die äußeren Planeten, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die kreisen langsamer als die Erde. Und darum haben Merkur und Venus, wenn man sie alle gleichmäßig sich anhört, wenn man sich vorstellt, unser Gehör könnte diese langen Schwingungen als Töne wahrnehmen, höhere Töne als die Erde, und Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, und auch Pluto, die haben niedrigere Töne. Das Naheliegendste am Ausrechnen war der Erdentag. Die Erde, die kreist
so um die Sonne und um die Sonne als Mittelpunkt sich betrachtet, aber sie rotiert auch um ihre eigene Achse. Und das erleben wir morgens, wenn es hell, die Sonne geht auf, dann steht sie im Süden, hoch am Himmel, dann geht sie unter, wie gerade eben, als rot leuchtender Ball, und dann wird es dunkel und dann ist Nacht. Und dieses Prozedere wiederholt sich von Tag zu Tag. Das ist ein rhythmisch wiederkehrendes Phänomen. Ein ganzer Tag, 24 Stunden mal 60 und 1440 Minuten mal 60 sind 86.400 Sekunden. Das ist die Zeit. Und die Frequenz des Tages, Zeit und Frequenz verhalten sich umgekehrt proportional, das ist dann pro Tag. Wer zum Beispiel Kaffeetrinker ist, und jeden Morgen eine Tasse Kaffee trinkt, der trinkt sozusagen einmal täglich einen Kaffee mit der Frequenz pro Tag einen Kaffee. Ein Kaffeeliebhaber, der aber morgens und abends einen Kaffee trinkt, der trinkt zwei Kaffee am Tag oder im Schnitt alle halben Tage oder alle 12 Stunden pro halben Tag. Das heißt die erste Oktave. Denn Frequenzverdoppelung oder Halbierung der Zeit heißt einfach eine Oktave höher stimmen. Hat man zum Beispiel einen Ton mit 128 Hertz und verdoppelt die Frequenz, dann hat man einen Ton mit 256 Hertz. Und da habe ich einfach einen Taschenrechner genommen, ein Tag 86400, Zahl der Sekunden, 1 über x, dann hat man die Frequenz 0,000023 Hertz. Und wenn ich jetzt diese Frequenz immer mit 2 multipliziere, mal 2, dann kriege ich die doppelte Frequenz 0,000046, wieder mal 2, ist wieder die nächste Oktave. 0,000092 und wieder mal 2. Und wenn man das 24 Mal macht, immer schön Frequenz verdoppeln, Frequenz verdoppeln, Frequenz verdoppeln, dann gelangt man in den mittleren Hörbereich und kriegt einen Ton raus von etwa 194,18 Hertz. Das ist also die oktavanaloge Schwingung eines Erdentages. Man könnte auch sagen, es ist die akustische Hochpotenz eines Erdentages. Denn so wie man homöopathische Hochpotenzen durch Schütteln und Mischen, Schütteln und Mischen erzeugt, so ist praktisch auch das Oktavieren im akustischen Bereich den 2., den 4., den 8., den 16., den 32., den 64., den 128. und so weiter, Oberton aus der Obertonreihe. Die Oktavtöne, das sind die Grundelemente in der Oktave. Nach einer Oktave beginnen die Töne wieder von Neuem. Als ich das erste Mal gerechnet hatte, da dachte ich, oh, eigentlich wollte ich ein A ausrechnen. Aber es kam kein A raus, sondern ein G. Aber ich bin in der französischen Schweiz aufgewachsen, in einer Kleinstadt in Wallis zwischen Mont Blanc und Genfersee und habe die Schule auf Französisch besucht. Und da wusste ich, der Ton G, der heißt Sol. Und der Violinschlüssel, der heißt Clé de Sol. Der Boden, Le Sol. Die Sonne, Le Soleil. Das Totenschulbuch, das wir hatten, das hieß Solfège. Das Intonieren der Töne, Solfier. Oder man kennt das auch, wenn man in einem Chor ist, hier spricht man auch von Solmisation. Oder
die textlose Gesangsübung, das nennt man Solfeggio. Also Sol, zum Ausrechnen des Tones, die Beziehung, Sonne, Erde, der Ton heißt so, die Sonne mit der Silbe, der Boden, es hat alles gepasst. Das ist ein echter, ja, kann man sagen, Zufall. Weil die Bezeichnung dieser Töne, vor allem des Violinschlüssels und des Gs, das stammt aus einem alten Hymnus, dem Johanneshymnus von Paulus Diaconus. Der hat in Arezzo gelebt, war also ein Mönch im Jahre 1026. Da hat er praktisch publiziert, wie man im Lateinischen oder auch im Französischen heute noch die Tonnamen nennt. Das waren einfach die ersten Silben von diesem Cantus und jede Silbe fing praktisch mit einer höheren Tonstufe an. Ut oder auch Do, die erste, dann Re, Mi, Fa, Sol, La. Und so wird heute noch in Italien, in Frankreich, in Spanien das Tongebilde innerhalb einer Oktave benannt und bezeichnet. Und aus diesem Cantus kam das heraus, dass jetzt mit Sol, das von Solve, also eigentlich Retter heißt, Erde, Sonne und der Ton so heißen, ist wahrlich ein Zufall, aber genau dieser Zufall war es, dass ich weitergerechnet habe. Die Oktave ist generell die Achte. Man achte auf die Acht. Man sagt Achtung. Und die Acht, die lacht und die hat Macht. Also sprachlich. Und die Acht hat was zu tun mit der Nacht. Das gibt auch in anderen Sprachen. Huit und nuit, otto und notte auf Italienisch. Eight and night. Die Acht und die Nacht. Und dann kommt die Neun, da ist wieder was Neues. Das ist dann die neue Oktave. Und das Intervall hat immer die gleiche Tonbezeichnung von Oktave zu Oktave, also C und dann das eingestrichene C, zweigestrichene C, dreigestrichene C. Und in jeder Oktave sind dann die Tonbezeichnungen wieder gleich. Verdoppelt man eine Frequenz, geht man eine Oktave rauf, halbiert man eine Frequenz, geht man eine Oktave runter. Die Frequenzverhältnisse innerhalb eines Tongebildes, die bleiben untereinander immer gleich, von Oktave zu Oktave. Oktavieren, das ist im Grunde genommen, wenn wir uns so ein Sonnensystem anhören, ähnlich wie wenn wir eine Landkarte anschauen von einer Landschaft. Man hat eine Wanderkarte, 1 zu 25.000, auf der Seite ist ein See, auf der Seite ist ein See, in der Mitte ist ein Hügel und dann sieht man kann sich orientieren, da ist die Stadt, da ist ein Weiler, da gibt es einen Weg, da gibt es eine Straße, da ist ein Berg. Das heißt, die Landschaft ist abgebildet auf einer Landkarte in einem bestimmten Maßstab. Und wenn wir oktavieren, das sind einfach die Frequenzverhältnisse einer Naturgegebenheiten, transponiert in den Hörbereich. Es ist also so wie eine Landkarte, eine optische Darstellung einer Gegebenheit, zum Beispiel einer Landschaft ist, so ist durch das Oktavieren eine akustische Gegebenheit von Frequenzverhältnissen in unserem Sonnensystem. Man kann natürlich nicht nur ein Sonnensystem, sondern man kann auch Moleküle und Atome, die sind auch durch Frequenzen genau identifizierbar und die Schwingungsmuster kann man sich auch anhören. In der Abteikirche zu Cluny steht in lateinischer Schrift Octavus Sanctus Omnes Docet Esse Beatus.
Und die Oktave lehrt alle Heiligen, glückselig zu sein. Die Stimmkunst, das ist eine der ältesten Kulturen. Und so wie in der Kathedrale von Cluny auf die Schwingung, auf die Oktave hingewiesen wird, so war schon im alten China üblich, dass alle Leute, die in die Politik gehen wollten, die Queen stimmen können mussten. Weil es hieß im alten China, wer ein Instrument nicht stimmen kann, wer die feinen Unterschiede beim Stimmen nicht hören kann, der ist auch nicht fähig zu entscheiden in einem Land, was gesetzt sein soll, weil jemand, der ein Instrument nicht stimmen kann, nicht unterscheiden kann, was ist harmonisch für die Leute und was ist disharmonisch. Nicht stimmen heißt ja weit mehr als nur ein Instrument für ein Konzert vorzubereiten. Stimmen ist immer auch etwas Naturanhörung. Man hat ein Saiteninstrument, die vorhin hier waren, die haben eine Sitar gehört. Eine Sitar, das ist ein Instrument, das auf einem Grundton gestimmt ist und dann kommen verschiedene, hat es Resonanzsaiten, das sind die Obertöne dazu. Und wenn ich nur den Grundton anzupfe, dann fangen die Resonanzsaiten automatisch an mitzuschwingen, weil die sind genau in der Obertonreihe eingestimmt. Und wenn eine nur verstimmt ist, dann gibt es Schwebungen, dann gibt es andere Schwingungsmuster und diese Unterschiede, je mehr man beim Stimmen genau hinhört, je mehr man hört, wie sich so eine schwingende Saite, ein resonierender Körper sich verhält, umso mehr lernt das Ohr differenziert wahrzunehmen. Nicht so eine Sitar, die ist auch rein gestimmt oder diatonisch gestimmt. Wir haben ja hier in Europa, man muss ja hier nur auf ein Volksfest gehen und eine Blasmusik anhören, da hat man eine sogenannte gleichmäßig schwebend temperierte Stimmung. Das heißt, außer der Oktave, damit man von einer Tonart schön in die andere modulieren kann, werden alle Intervalle ganz leicht verstimmt, angepasst, gerastert, kann man auch sagen. Und durch diese Musikgewohnheit, dadurch, dass wir hier in Europa meist nur diese gerastete Musik in einem gleichmäßigen Intervall von Halbton zu Halbton hören, ist uns eigentlich die Feinheit des Hörens, wie man sie zum Beispiel in Indien kennt, weitgehend abhanden gekommen. Ich meine, in Indien wird auch vor einem Konzert der Stimmvorgang, der ist sehr lange, das ist die Alapa, das ist das Stimmvorspiel. Da tun die Musiker die Instrumente stimmen, aber die Musiker stimmen auch sich selbst und auch das Publikum auf die Schwingung ein. Und dann resonieren alle im Einklang. Der Regenbogen, das ist das Zeichen des Bundes. So steht es schon im Alten Testament. Es gibt übrigens zwei Arten von Regenbogen. Wir sehen hier einen inneren und dann einen äußeren. Und man sieht, der innere Regenbogen hat an der Außenseite die rote, violette Farbe, während der äußere Regenbogen, der hat das nach innen. Das hängt mit der Spiegelung des Sonnenlichtes in den Wassertröpfchen zusammen. Und dieser Regenbogen als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen, der war in den letzten Jahrhunderten das Zeichen des Bundes, man kann sagen, zwischen der Natur, zwischen der Schöpfung und den Menschen. Bei dem Regenbogen hat man gesehen, wie Atome aufgebaut sind. Das Licht des Regenbogens, das umfasst etwa eine Oktave,
Wir sehen also Wellenlängen von ungefähr 700 Nanometer bis etwa 400 Nanometer von Rot über Orange, Gelb, Grün, Blau bis ins Violett und Ultraviolett. Unterhalb von Rot gibt es natürlich genauso Schwingungen, die nennt man dann Infrarotschwingungen. Und oberhalb, das gibt dann die Ultraviolett-Schwingungen. Aber das, was wir mit den Augen wahrnehmen, entspricht in etwa einer Oktave. Und so kann man umgekehrt eindeutig Tönen und Farben zuordnen. Und vor allem der Regenbogen, wenn man ihn genau anschaut, da war auch einer hier aus Bayern federführend beim genau Hinschauen. Das war der Herr Fraunhofer. Drum, wer etwas sich mit Physik beschäftigt, der kennt die Fraunhofer-Linien. Da gab es noch einen Mädchenschullehrer in Basel, der hieß Balmer. Und drum gibt es bei Wasserstoff die Balmer-Serie und diese Spektrallinien. Denn wenn man das Regenbogenspektrum genau anschaut, dann ist es kein kontinuierliches Spektrum, sondern hat so ganz, ganz dünne Linien drin. Und das sind Emissions- oder Absorptionsspektren von Gasen. Zum Beispiel vom Wasserstoff, die Balmer-Serie, dann stellt man fest, diese Linien, die rücken immer enger zusammen und haben einen Grenzwert. Und es gibt bei Wasserstoff mehrere solche Spektren im Infrarotbereich, im sichtbaren Bereich. Das sind jetzt die aus dem sichtbaren Bereich. Wenn ich hier nochmal zurückgehe, da sieht man, da gibt es also eine so im blauen Bereich und dann heller blauen Bereich und dann im Rotbereich. Und diese Linien, die stehen in einer ganz klaren mathematischen Zuordnung. Die sind nicht irgendwie zufällig. Und wenn man sich zum Beispiel den Wasserstoff genauer anschaut als das kleinste Element, als Element Nummer 1, dann werden diese Linien produziert durch Sprünge von Elektronen von einer Bahn auf die andere. Das heißt, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, die Schwingungsstruktur, die existiert, dass so ein Atom überhaupt existieren kann, ist ganz genau durch die Natur festgelegt. Und wenn wir uns das anhören, dann werden wir feststellen, das ist absolut harmonisch, exakt gestimmt, in reinen Quinten, in reinen Durterzen, in reinen Naturseptiven. Das sind also das Feinste in der Natur, ist sehr präzise und genau gestimmt. Der Mikrokosmos ist viel genauer gestimmt als der Makrokosmos. Wie ich schon erwähnt habe, man kann, weil wir nur eine Oktave sehen, umgekehrt eindeutig jeder Tonstufe eine Farbe zuordnen. Das F, das ist purpurrot, kommt man im Rotbereich, Fis, Orange-Rot, G, Orange, das ist dann Gis, Gelb-Orange, A, das Eis oder auch B, das ist Gelb, dann das H ist Gelb-Grün, das C ist Grün, das C ist Türkis, das D, das ist so ein Cyanblau, das Dis, das ist dunkler, so ein Preußisch-Blau und das E, das ist so die Unio Mystica, das Violett. Und dann kommt wieder die nächste Oktave mit dem F. Und dafür ist es zum Beispiel auch möglich, oktavanalog Licht und Farbe und Musik zu koordinieren. Das heißt, man kann zum Beispiel eine Lightshow machen zu einer Musik, wo die Frequenzen genau oktavanalog sind. Und oktavanalog wahrzunehmen, heißt für unser Gehirn auch ganz
regelmäßige Strukturen immer wieder verarbeiten zu müssen. Zum Beispiel, wenn ich in einem Techno-Club bin und da gehen die Strobolichter und da ist eine Musik und ich tanze da mit 180 Anschlägen pro Minute, etwa 3 Hertz, dann tut jede dritte Sekunde der Körper ein Signal wahrnehmen. Das geht durchs Ohr rein, wird verstärkt, wird ans Gehirn weitergeleitet, wird dort verarbeitet, wahrgenommen. Und wenn ich tanze, tue ich auch noch meine ganze Motorik mit der Musik in Einklang bringen. Ich tanze also praktisch mit 3 Hertz. Und wenn das Licht dann genauso hell, dunkel wird, dann ist auch der ganze optische Apparat auf diese Schwingung eingestellt. Das heißt, ich kann, wenn ich Licht, Farbe, Ton, alles oktav analog schön aufeinander abstimme, in meinem Gehirn eine ganz hohe Resonanz an Schwingungen auslösen. Denn Oktave ist ja das Intervall mit dem einfachsten Verhältnis 1 zu 2, aber es ist auch das Intervall, das das höchste Energieniveau erzeugt. Und wenn ich also mit 180 BPM tanze, dann erreiche ich eigentlich genau das Gleiche, was ein Zen-Mönch auch erreichen will. Der verknotet die Beine, legt die Hände auf seine Knie, schaut geradeaus oder macht die Augen zu und meditiert und meditiert und kommt zur Ruhe und die Gehirnschwingungen werden langsamer und langsamer und er kommt dann auch in den Bereich von 3 Hertz. Also der Unterschied, ob jetzt jemand im Techno-Club geht und kräftig tanzt oder ich mich auf eine Terrasse oder auf einen Teppich setze und meditiere, letztendlich ist das Ziel, sequenziell Einfluss auf mein Gehirn zu nehmen und meine Gehirnströme in den Bereich zu lenken, in dem ich das wünsche. Und wenn man jetzt Erfahrungen sammelt mit bestimmten Frequenzen, dann kann man sich eine Musik machen, dann kann man sich eine Beleuchtung machen, die entspricht für einen ganz bestimmten Zweck. Zum Beispiel der Tagesturm G, das ist ein Orange-Rot. Und da gibt es Untersuchungen von Max Lüscher, dass wenn man Erbeln unter verschiedenfarbigem Licht aufwachsen lässt, dass unter orange-rotem Licht die Erbeln ein mehr als doppelt so schnelles Rotwachstum haben, wie die Erbeln, die unter blauem Licht aufwachsen. Und jeder weiß auch, man spricht von einem Rotlichtmilieu. Da sollen die Leute animiert, aktiviert werden. Und das ist auch orange-rot eine Oktave weiter. Da ist genau die Frequenz, wo ein Hauptresonanzmaximum ist, im genetischen Code, wenn die DNS eine RNA bildet und die RNA wieder zu einer DNS. Das ist getaktet, so das Kopieren eines genetischen Skripts und der Takt ist genau oktavanalog auch wieder zum Erbentag, zum Farbe orange-rot. Das heißt, mit einem Ton G und mit einer Farbe orange-rot kann ich dynamisieren, kann ich anregen. Wenn man zum Beispiel das Erdenjahr nimmt, Umlauf der Erde um die Sonne, 365 und ein Viertel Tag ungefähr, und ich rechne den Jahreston um, dann gelange ich zu einem Cis. Und Cis, das ist Türkis, das ist so ein Blaugrün. Und wenn man also eine Musik in Cis hat und man nimmt noch eine blaugrüne Beleuchtung dazu, dann habe ich auch einen Frequenzbereich, bei dem sich die Kalium- und Natrium-Ionenschleuse sich im Nervensystem öffnen und schließen. Diese Ionenschleuse sind ja dafür verantwortlich, wie groß das Übertragungspotenzial im Nerv ist. Das heißt, wie hoch ist die Spannung, weil dadurch wird der Salzgehalt innen und außen reguliert und
das Spannungsdifferenzial. Unser Körper, unser Nervensystem arbeitet so bis zu 70 Millivolt. Das kann jeder ausprobieren, wenn er mal in einem großen Baumarkt geht oder Elektrikmarkt, wo es so Messgeräte gibt, wo man Spannungen misst und die eingestartet sind. Da muss man nur eine in die linke und eine Elektrode in die rechte Hand nehmen und auf den Zeiger gucken. Und wer meditieren kann, wer ein Gefühl für seine innere Energie hat, der wird merken, der kann den Strom so rum in sich leiten oder so rum. Das heißt, man kann eine Spannung von links nach rechts auf, wenn man gut ist, 70, 80 Millivolt nach der einen oder nach der anderen Seite ausschlagen. Das kann man mit seinem Willen beeinflussen. Und das kann jeder für sich ohne Kosten, eben wie gesagt, in den Geschäften, wo es solche Geräte gibt oder wenn man zu Hause so eins hat, einfach mal ausprobieren, üben. Das ist eine Meditation und man kann sich nichts vormachen. Der Zeiger, der geht links und rechts. Das, was wir eigentlich machen mit der kosmischen Oktave, das ist das, was Hermann Hesse als einer der zentralen Elemente in seinem Glasperlenspiel beschrieben hat. Mit das Glasperlenspiel, dafür hat er den Nobelpreis gekriegt, für Literatur. Das ist eine Sprache, ein Zeichen und eine Formelsprache, an welcher die Mathematik und die Musik gleichen Anteil haben. Und in welcher es möglich wurde, astronomische und musikalische Formen zu verbinden, Mathematik und Musik gleichsam auf einen Nenner zu bringen. Johannes Kepler hat in seiner Weltharmonie schon einen großen Beitrag geleistet für dieses Glasperlenspiel. Weil er hat die ganze Aspektlehre in seiner Weltharmonik dargelegt, welche Aspekte klingen musikalisch rein und welche Aspekte klingen musikalisch nicht so rein. Sind verstimmt. Und je nachdem, wie dicht die Planeten genau bei einem Aspekt sind, je genauer das Schwingungsverhältnis ist, umso höher wertet ein Astrologe zum Beispiel den Aspekt dann bei der Auswertung für ein Horoskop. In Indien, ich sprach schon mal von dem Jahreston, da kennt man einen Ton, der heißt Om. Oder wer Sitar spielt, der kennt ihn unter dem Namen Sajja. Und Sajja, das ist der Vater der Andern. Das ist der Jahreston der Erde, die 32. Oktave, das ist die Grundstimmung der Sitar, das sind 136,10 Hertz. Das sagt sie es. Und dieses Om entspricht eigentlich dem Amen in unseren Kirchen. Amen heißt ja auch nichts anderes als so ist es. Und Sajja, der Vater der Andern, der Urton, in der Mythologie, in der indischen und in der Religion wird er auch Nada genannt. Die Welt ist Klang, Nada, Brahma. Dieser Urton, so ist es, so ist das Verhältnis zwischen Sonne und Erde. Also Tageston, G, dynamisierend, der Jahreston, C, entspannend. Hier ist das klassische Symbol des Ohms. So kann man es so wie etwa wie eine 3 mit einer Schlaufe hinten und dann rechts oben hat es immer ein Bogen und je nachdem eine Flamme drin oder ein Punkt drin. Also es gibt unterschiedliche Schreibweisen für diese Urschwingung. Die Inder sagen, am Anfang war die Schwingung, am Anfang war das Om, am Anfang war Nada, diese Urschwingung. Und bei den monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und bei den Muslimen, da ist das Alte Testament, der Pentateuch, das erste Buch Mose, und da heißt es, am Anfang war das Wort, am Anfang war der Logos. Das heißt, auch da, das Wort
Das musste nicht geschaffen werden. Gott schuf nie das Wort. Das war schon da. Er sprach. Und dann hat er mit dem Wort geschöpft. Die Schwingung war da. Kann man auch sagen, die Grundstruktur, die Gesetzmäßigkeit, die war schon da. Und die Schöpfung hat sich im Rahmen einer Gesetzmäßigkeit entwickelt. Die sieht da, es ist ein wunderbares Instrument, weil man kann auch die Stege so ein bisschen verschieben. Nicht? Wer eine Gitarre hat, der weiß, die sind fest eingelassen und die werden auch enger bei der Gitarre, bei der Sitar etwas unregelmäßig, weil bei der Sitar kann man wirklich diatonisch rein genau stimmen. Oben hat es im Allgemeinen, je nach Bauart, 7 bis 8 Spielseiten und unten dann noch ungefähr ein Dutzend Resonanzseiten. Aber die Sitar ist als Forschungsinstrument für die Weltanhörung, für das Üben von Stimmen, für das Üben von Klängen ein absolut geniales Instrument, weil man es wirklich absolut beliebig einstellen kann und sich verschiedene Strukturen anhören. Das ist ja, wenn wir Weltanhörung machen, wenn wir Moleküle vertonen zum Beispiel. Wir haben, da ich auch in einem Verein in Berlin arbeite, der heißt Even Rave, gibt es auch in der Schweiz, wir haben ziemlich viele Analysen gemacht von auf dem Schwarzmarkt kursierenden Substanzen. Ecstasy, Amphetamin, Methamphetamin oder ähnliches mehr. Damit die Leute wissen, was drin ist. In Holland, in der Schweiz, in Österreich, in Belgien, in Spanien werden solche Programme staatlich gefördert. In Deutschland ist es noch nicht möglich. Da schicken sie einem den Staatsanwalt hinterher. Und wenn man dann bei Gericht Recht kriegt, dann werden irgendwelche Verordnungen verändert. Die wollen das hier nicht. Aber wie dem auch sei, wenn man eine Substanz analysiert, chemisch, dann arbeitet man mit Geräten, die heißen Gaschromatographen, das hat was mit Farbe zu tun, Chroma oder Massenspektrometer. Das heißt, es werden Frequenzen gemessen, wie hoch die Frequenz und wie groß die Amplitude, und aufgrund dieser Kurve kann man dann sagen, in dieser Substanz sind so und so viel Prozent von dem und dem Gemisch oder von der und der Molekülsorte drin. Und diese Analysen aus dem Infrarot- und aus dem Ultraviolettbereich haben wir auch in den Hirnbereich transformiert und haben psychotrop wirkende Moleküle wie THC, der Wirkstoff von Haschisch, Gras, von Cannabis generell, oder von LSD oder von MDMA, das ist Ecstasy, haben das musikalisch transponiert. Das heißt, durch diese Methode kann man sich die Schwingungsstruktur dieses Moleküls vergegenwärtigen in akustischer Art und Weise, ohne dass ich dieses Molekül erwerben, besitzen und vielleicht ja und dann konsumieren muss. Das heißt, ohne das Risiko, dass ich es ja nicht vertrage. Denn wenn ich ein Molekül konsumiere, das gilt auch für jedes Medikament, wenn man Medikamente nimmt, dann begibt man sich an die Leine des Skriptes eines Moleküls. Das heißt, solange das Medikament wirkt, gibt es kein Entkommen. Das wirkt, das ist in einem. Man ist gebunden an den molekularen Skript dieses Moleküls. Musik hat man den Vorteil, man kann jederzeit das Instrument beiseite legen oder man kann irgendeinen Knopf drehen oder einen Regler schieben und abstellen, wenn man das Gefühl hat, es tut einem nicht gut. Das heißt, mit Musik kann man Informationen transponieren. Nicht nur emotionelle, sondern
auch sehr präzis wissenschaftlicher und sich dadurch in Einklang bringen mit dem Lauf der Erde oder mit dem Element Wasserstoff, das häufigste Element im Universum, Element Nummer 1, oder eben auch mit einer psychotrop wirkenden Substanz. Zum Beispiel eine Frau in New York, die ist dann auf die Idee gekommen und hat nach diesem Prinzip die Neurotransmitter vertont. Also Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin und wie die alle heißen. Und spielt diese Neurotransmitter-Musik, das heißt, wenn jemand zum Beispiel zu wenig Serotonin bildet, da gibt es dann Leute, die das haben als Krankheit, da geht man zum Doktor und dann kriegt man sogenannte Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, SSRI heißen die, Medikamente werden oft verschrieben, doch man kann den Körper auch animieren, Serotonin zu bilden, auszuschütten, eine positive Auswirkung auf das serotonerge System zu entwickeln, indem man einfach die Musik von Serotonin spielt. Und dann kommt der Körper in Resonanz mit genau dieser Struktur und diese Struktur ist dann, ja, kommt ins Schwingen, kommt ins Resonieren. Solche Stimmgabeln hat man eigentlich lange nur gebraucht vor einem Konzert. Habe sie angeschlagen und dann hat der Chorleiter oder der Dirigent den Ton weitergegeben und meistens wurde der Flügel als erstes gestimmt und dann die anderen Instrumente nach dem Flügel, wobei wer Geige spielt, wer Cello spielt, wer Bratsche spielt, wer Kontrabass spielt, der weiß, dass es schwierig ist, immer im Einklang mit den Flügeln zu spielen. Weil der Flügel ist eben ein bisschen anders gestimmt, als es der Naturtonreihe entspricht. Und wer zum Beispiel, was vielleicht hier im alpenländischen Vorland häufiger der Fall ist, ein Horn oder gar ein Alphorn spielt, der hört die Unterschiede noch stärker. Also ich war erstaunt, wie tief das harmonikale Wissen gerade in Kreisen von Alphornspielern sind. Weil da gibt es einen Ton, der liegt zwischen der Quarte und der Quinte, das Alphornfa. Das ist sehr speziell und das ist auch für Komponisten sehr schwierig. Also von Haydn gibt es da Überlieferungen für seine Horn-Sinfonie, dass das Orchester und das Horn, dass das gut übereinstimmt. Und Horn und Flügel zum Beispiel, oder Alphorn und Flügel, das kann man kaum miteinander spielen, weil Hörner, die spielen nur Obertöne. Also so wie das Alphorn in Mitteleuropa, in dem alpenländischen Bereich, sagen wir, das klassische Ethno-Instrument ist, so ist zum Beispiel ein ähnliches Instrument, das Didgeridoo in Australien. Das ist auch eigentlich nur ein Rohr, das resoniert und das kann den Grundton oder in der Oktave oder in der Quinte in der Oktave oder in der doppelten Oktave oder in der großen Terz in der doppelten Oktave oder wieder die Quinte in der doppelten Oktave, aber es kann nur ganz bestimmte Töne spielen und die dazwischen, die kann man mit diesen Instrumenten nicht spielen. Doch heute machen wir mit Stimmgabeln noch viel mehr. Denn zum Stimmen kann man heute sich auch einen Sinuston aus dem Internet holen. Das heißt, wer ein iPhone hat, wer einen Klapprechner hat, der kann schnell ein paar Tasten tippen und kann sich den Ton hören, anhören und die Instrumente danach stimmen. Aber Stimmung tut man nicht nur hören, die tut man auch spüren. Und nun gibt es so Stimmgabeln mit zum Teil etwas bequemeren Griffen als die altmodischen, wie man sie vielleicht aus der Schulzeit noch kennt. Und wenn man die anschlägt,
Unten schwingt die Stimmnabe nicht nach links und rechts, sondern das macht sie nur oben, hin und her, hin und her. Und unten, da schwingt die rauf und runter. Das heißt, die Schwingung wird hier im Bogen um 90 Grad gedreht. Und wenn ich jetzt die Stimmgabel anschlage und sie mir zum Beispiel hier auf das Brustbein halte, dann fängt mein Brustkorb ganz langsam an zu schwingen. Und wenn man ganz spielerisch rangeht, wenn man also zum Beispiel Kindern das einfach mal zeigt, sagt, spiel mal damit, einfach so, dann wird man feststellen, dass Kinder dann so ausprobieren, verschiedene Punkte auf den Körper, und wenn man denen länger zuguckt, dann wird man merken, dass die allermeisten vollautomatisch am meisten dann an den Punkten rumprobieren, weil da es am angenehmsten kommt, wo die Chinesen sagen, da ist ein Akupunkturpunkt, das ist ein Blasenmeridian, das ist ein Nierenmeridian, das ist irgendwie Dumai oder Renmai und wie die alle heißen. Und jeder Meridian ist irgendwie für Energiefluss zuständig. Und mit so einer Stimmgabe kann man den Energiefluss beeinflussen. Das heißt, zum Beispiel, wenn man Kopfschmerzen hat, da gibt es hier hinten am Nacken seitlich so zwei Punkte, wenn man sich da eine Stimmgabel ranhält oder jemand das für einen macht, dann merkt man auf einmal, wie es sich entspannt. Zum Entspannen ist vor allem das Cis geeignet. Cis, der Jahreston, sagte schon, Nervensystem, Natrium-Kalium-Schleusen, Energiefluss, Energietransport, Informationstransport im Körper, das ist eine sehr angenehme Stimmung. Ist man hingegen schlapp und müde, kommt nicht so recht hoch und hat schon drei Kaffee getrunken, dann hilft vielleicht eine Gehstimmgabe. Oder vielleicht, wenn man dazu dann noch sich eine Farblampe besorgt und da ein orange-rotes Licht auf einen einstrahlen lässt. Und Farben haben Wirkung. Wir sehen nicht nur mit den Augen, wir spüren Farben auch. Und je sensibler man ist für Farben und für Töne, umso mehr kriegt man mit, wie die Umwelt auf uns einwirkt. Und umso mehr ist man auch in der Lage, seine eigene Umwelt so zu gestalten, wie man das gerne hätte. Also wenn man eine Stimmgabe so in die Hand nimmt, dann muss man sie unten halten und nicht hier oben, also wenn man die hier in der Hand hält, passiert gar nichts. Die muss frei schwingen können und dann kann man sich die zum Beispiel hier aufs Brustbein und dann spürt man den Ton, dann schwingt er in einem, dann beginnt man in diesem Ton zu resonieren. Und wenn man das eine Weile macht, dann kann man auch anfangen, den Ton so die Inder, die singen diesen Ton stundenlang mit vielen Obertönen. Und das machen die nicht, weil der Guru gesagt hat, das sollst du machen. Und wenn du das nicht machst, dann kommst du in die Hölle. Wenn man obertonreich singt, diesen Ton singt, dann resoniert innen der ganze Rachen und das Gebiet um die Nase. Das ist eine Massage fürs Gehirn in dieser Schwingung. In einer Schwingung, wo das Nervensystem gut funktionieren kann. Das heißt, wenn die Mönche in Dharamsala umsingen, da gibt es Tempel, da wird rund um die Uhr umgesungen. So wie hier es Kirchen gibt, da gibt es ein ewiges Licht und das brennt ewig. Es sei denn, es ist eine Sicherung dazwischen, ewiges Licht. Aber ansonsten brennt so ein ewiges Licht auf Dauer, immer. Und in diesen Tempeln ist dieser Ton immer da. Die singen den. Und dadurch, dass sie den mit Obertönen singen,
massieren die ihr Gehirn. Und wenn man sein Gehirn massiert, in Schwingung versetzt, kriegt man mehr Sauerstoff ins Gehirn, wird es besser durchblutet und dann kriegt man ein bisschen mehr mit von der Welt. Da wird man wachsam. Das ist ja das Grundgebot für die Buddhisten. Wachsein ist alles. Also meditieren, umsingen, sich auf so eine Schwingung einlassen, das hat auch nicht nur einen, sagen wir, esoterischen Charakter, sondern auch einen absolut physiologischen Charakter. Das wirkt auf den Körper. Das Om, diese Schwingung, die man in Indien singt, die hier zu Lande auch immer wieder in Meditationen gebraucht wird. Diese Schwingung, wenn man die sich darauf einlässt, der ist immer im Einklang mit dem Lauf der Dinge, oder wie die Chinesen sagen, mit dem Tao, dann ist man im Einklang mit dem Lauf der Erde. Man ist im Einklang mit den tibetischen Mönchen. Das heißt, man wird Teil eines morphogenetischen Feldes. Dieser Ausdruck stammt von Robert Sheldrake. Und morphogenetische Felder sind Energiefelder. Ich will das mal an einem Beispiel erklären. Wer schon mal gesehen hat, wie Moslems beten, die legen einen Teppich auf die Erde Richtung Mekka, verneigen sich zu Boden, küssen die Erde, strecken sich nach oben, schauen gen Himmel, ist also auch wie eine Yoga-Übung, nicht in engen Kirchenbänken, sondern so, dass man sich frei bewegen kann. Und mit den flachen Händen schicken die alle ihre Energie Richtung Mekka, in die Kaaba. Das heißt, wenn Pilger nach Mekka gehen, dann wissen die, es sind nonstop Menschen damit beschäftigt, ihre Energie nach Mekka zu senden. Weil gebetet wird nach klassischer Lehre im Islam vor und nach Sonnenaufgang, wenn die Sonne im Süden steht und vor und nach Sonnenuntergang. Und da irgendwo auf der Welt immer die Sonne am Aufgehen oder am Untergehen ist oder im Süden steht, sind rund um die Uhr Betende auf dieser Erde, die ihre Energie in dieses eine morphogenetische Feld schicken. Das heißt, die Pilger, die dorthin gehen, geraten so in jenes Energiefeld und können von diesem Energiefeld zehren. Und bei den buddhistischen Mönchen, bei den hinduistischen Mönchen, ist das genauso. Es ist ein anderes Gebet, aber es ist auch im Einklang mit dem Lauf der Erde, die singen das Om. Und wer sich auf diese Schwingung einstimmt, ist im morphogenetischen Feld dieser betenden Mönche. Das ist vielleicht für uns Christen etwas schwer nachzuvollziehen. Und das liegt in der Tatsache begründet, wir haben einen Kalender, der stimmt nicht. Wir wissen, Ostern ist mal früher, mal später, das ist jedes Jahr anders. Aber ansonsten hat der Montag nichts mehr mit dem Mond zu tun und die Jahre fangen immer an einem anderen Wochentag an. Das heißt, unser Kalender, der ist nicht im Einklang mit dem Lauf der Dinge. Das ist ein starrer, fixer Sonnenkalender. Und auch nur ungefähr. Wäre zum Beispiel bei den Moslems im mohammedanischen Kalender, im jüdischen Kalender, im hinduistischen Kalender, chinesischer Kalender, Maya-Kalender, all diese Kalender haben unserem etwas voraus. Sie berücksichtigen Sonne und Mond. Und
Der Mond ist ganz essentiell. Das weiß jede Frau. Alle Monate wieder gibt es eine Menstruation, eine Monatsblutung. Mond hat viel mit Sexualität zu tun. Mond hat viel mit Gesellschaftsleben zu tun. Das Einzige, was für die Christen übrig geblieben ist, ist Ostern. Das feiert man am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach Frühlingsanfang. Und wenn der Vollmond nach Frühlingsanfang auf einen Sonntag fällt, dann feiert man eine Woche später, weil auf irgendeinem Konzil in Nikäa hat man beschlossen, dass man nicht am gleichen Tag feiern will, wie die Juden ihr Sabbatfest. Das heißt, in der christlichen Kirche wird Ostern immer bei abnehmendem Mond gefeiert. Den Indern würde nie einfallen, das Holi-Fest zu einem Zeitpunkt eines abnehmenden Mondes zu feiern, sondern da wird genau auf die Konstellation geachtet. Bei den Moslems, der Mohezin, er steht auf dem Minarett und guckt, wenn die neue Mondsichel sichtbar ist, dann ruft er den neuen Monat aus. Uralte Tradition. Nur hier hat man irgendwie atomgesteuerte Uhren, die einfach nicht im Einklang mit der Natur sind, so wie der offizielle Kammerton auch nicht im Einklang mit der Natur ist. Und Mond hat was eben mit Sexualität zu tun. Ich war mal in Pakistan im Winter und dann sehe ich eines Morgens auf jeder so kleinen Vorsprung, Felsgruppe größer, sind auf einmal irgendwie, standen zwei, drei Leute. Sie sind natürlich hingegangen, haben die gefragt, was sie machen. Das waren immer so zwei, drei Soldaten und ein älterer Engländer meistens dabei. So wie man sie sich noch so klassisch vorstellt, englische Forscher. Die haben die Schildkröten-Eier bewacht. Weil, obwohl Schildkröten tief im Wasser schwimmen, die werden sehr alt, hunderte von Jahren alt, dann kommen die bei Vollmond an Land und vergraben da ihre Eier. Und da die Schildkröten dann so Spuren hinterlassen, werden die Strände bewacht, bis das nächste Hochwasser die ganzen Spuren verwischt hat, dass man die Eier nicht mehr findet, weil das ist, die sind angeblich lecker zum Essen. Und da die vom Aussterben bedroht sind, werden die bewacht. Aber es ist wirklich erstaunlich. Zwei Tage vor Vollmond hat man keine Schildkröte gesehen. Und am Vollmond, an 3 Kilometer Strand, waren da 2 Dutzend Schildkröten auf einmal. Und haben da ihre Eier abgelegt. Mond und Sexualität, das ist Fruchtbarkeit. Und wenn man Ostern immer beim abnehmenden Mond feiert, das ist der höchste christliche Feiertag, das Fest der Auferstehung, dann hat das was mit Regression in der Sexualität, in der Kirche zu tun. Und dass es nicht immer gut kommt, das kann man ja heute in der Tageszeitung nachlesen, siehe Bischof Mixer und viele andere mehr. Also sagen wir, das ist in meinen Augen eine Folge, dass der Kalender und die Feiertage nicht im Einklang mit der Natur sind. Und das ist so europäisch. Und ich kenne viele Europäer, die rennen zum Astrologen. Sagen, oh, ich habe Probleme mit meiner Tochter, Schwierigkeiten mit meinem Sohn. Wir wollen mal gucken, warum die so frech ist oder der so böse ist. Und dann werden wir geguckt, Horoskop, vielleicht auch Horoskop der Eltern und verglichen und analysiert und ähnliches. Es gibt andere Kulturen. Im Tantrismus, im Tantra-Yoga. Die gehen vorher gucken und zeugen dann. Und das ist natürlich für eine Kultur, glaube ich, schon relevant. Ob im vollen Bewusstsein gezeugt wird, Leben, das Schöpferische im Leben, Leben schaffen, oder ob man das dem Zufall überlässt und irgendwann, wenn man das Gefühl hat, das war doch nicht so gescheit, wie man das gemacht hat, dann zum Astrologen oder vielleicht zum Psychiater oder sonst wohin rennt. Und das ist, glaube ich,
Das sind alles Folgen, dass die elementaren Dinge im Leben, Zeugung, Geburt, Leben und Tod, dass das irgendwie verdrängt wird, dass man andere Prioritäten setzt und in Bezug zur Natur verloren gegangen ist. Nicht? Jeder von uns ist ein Teil dieses Universums. Das heißt, wenn ich das Universum verändern will, dann muss ich mich verändern. Und wenn ich gut gelaunt bin, dann weiß ich zumindest den Teil, den ich in diesem Universum ausfülle, der ist schon mal gut gelaunt. Vielleicht ist das sogar ansteckend. Denn wir sind Personen. Person kommt von Personale. Zum Durchtönen, zum Erklingen bringen. Und wenn wir uns öffnen und bewusst resonieren mit dem Lauf der Dinge, wie die indischen Mönche, wenn die Siddha spielen oder meditieren, oder wir, wenn wir Siddha spielen, wenn wir eine Musik machen, die im Einklang ist mit diesem oder jenem der Natur. Denn resoniert etwas aus der Natur, ein Stück Kosmos resoniert in uns. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und uns dessen gewahr werden, dann hat unser Bewusstsein eine kosmische Dimension erreicht. Wir haben viele solche Beispiele in Schriftform und in Tonform zusammengestellt. Das heißt, wer für sich ein Horoskop vertonen will, wer für sich eine Mondmusik machen will, wer mit anderen zusammen ein Element vertonen will oder ein Molekül vertonen will, die ganzen Rezepturen, wie man das macht, alle Berechnungen von der Naturbeobachtung bis zum Ton, alles nachvollziehbar, Schritt für Schritt. Also man muss nichts glauben, man kann alles nachvollziehen. Es ist einfach ein logisches System, ein Maßstab, um aus einem Teil der Natur eine Hochpotenz zu bilden, damit wir diese hören und in uns wirken lassen können. Und da gibt es eine ganze Reihe Musiker, die haben Musiken gemacht auf diese Stimmungen, sei es zum Meditieren, sei es zum Tanzen, sei es fürs Wartezimmer, beim Arzt oder beim Zahnarzt. Es gibt Ärzte, die machen das sehr bewusst, weil sie sparen sich viel Arbeit, wenn die Patienten gut eingestimmt sind im Wartezimmer und können da relaxed meditieren. Und dann kommt das Gespräch, dann kommt die Anamnese, dann ist das eine große Erleichterung, wenn die Menschen sich meditativ vorher öffnen können, durch die Musik entspannt sind, dann geht vieles wesentlich einfacher, wie wenn die Leute noch verspannt, verschreckt, nervös oder von Zeitung lesen, weil die gar aufgeregt oder sonst was sind. So gibt es viele Möglichkeiten, das einfach zu nutzen. Seine Umgebung, seine Welt so zu gestalten, wie man das bewusst will. Es gibt dann noch eine zweite Seite, der Begriff finde ich auch sehr nett, Klang wirkt Stoff. Gerade wenn man auf die Medizin kommt, ein Wirkstoff, da verstehen die meisten Leute eine Substanz. Nicht eine Substanz oder ein Stoff, das ist ein neutraler Begriff. Ein Wirkstoff, das ist etwas, das in einem lebenden Organismus verändert
Und wenn dann dieser Wirkstoff für die Heilung eingesetzt wird, also wenn diesen Wirkstoff zu einem bestimmten Zweck einsetzt, dann wird dieser Wirkstoff zu einem Heilmittel. Und genauso ist es mit einem Klangwirkstoff. Generell gibt es einfach mal Klang und Ruhe als Gegensatzpaar. Und dann kann man Klänge bewusst auswählen, damit sie eine gezielte Wirkung auslösen. Das wird ja schon lange gemacht in der katholischen Kirche, die Heilige Messe. Diese ganze Musik ist ja auch sequenziell, gregorianische Gesänge sind sequenzielle Gesänge, um ganz bestimmte Gehirnströme auszulösen. Oder die Schamanen, die Trommeln und sich in Trance tanzen, oder beim Sufi-Tanz, wo man sich richtig in Trance tanzt mit einer Musik. Da hat die Musik eine Wirkung und versetzt einen in einen anderen Zustand. Die profane Version erlebt man dann im Kaufhaus. Das nennt sich dann funktionelle Musik. Und das Musik, die so ist, dass man das Gefühl hat, man muss noch ein bisschen mehr kaufen. Es gibt dann nur die, ich sage manchmal auch fast perverse Version. Das ist dann Militärmusik oder Marschmusik. Das ist die schlimmste Musik oder der Musik, die so viele Leute mögen. Da gehen die Leute los, um andere Leute zu killen. Und das war so früher mal die essentielle klassische Musik, Militärkapellen und mit Fahnen und viel Geschrei ging es los, um sich irgendwie das Leben schwer zu machen. Aber als friedliebender Mensch kann man die Musik auch einsetzen, um mit seinem Bewusstsein langsam und stetig immer neue Sphären zu erreichen. Und da ist die Stimmkunst und der Einklang mit Gegebenheiten in der Natur ein Weg, um zu spüren, dass man ein Teil des Ganzen ist. Es ist nichts zwischen mir und dem Universum, sondern ich bin ein Teil des Universums und da kann keiner irgendwie dazwischen mit dem Klingelbeutel oder Beichtstuhl und Ablass sagen, ich habe hier die Autorität und kassiere ab und sonst kommst du da nicht in den Himmel. Nein, wir sind Teil des Ganzen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann kann uns auch niemand daran hindern, dessen bewusst zu sein, dessen uns gewahr zu sein werden. Mit Bewusstsein ist ja nicht etwas, das man hat, sondern Bewusstsein ist in erster Linie ein Verb. Das ist eine Art zu sein. Und so ist auch das Machen solcher Musik, das Komponieren solcher Musik auch eine Art zu sein, nämlich eine Art etwas mehr im Einklang mit dem Ganzen zu sein. Ja, ich glaube, damit will ich mal den Vortrag schließen, eine kleine Pause einlegen und danach stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung und versuche die so gut wie möglich zu beantworten. Danke für die Aufmerksamkeit.